da draußen. Wir stehen hier an einem gelegten Kreuz aus Stein und möchten euch zu einer Meditation einladen. Viele verschiedene Steine bilden derzeit das Kreuz vor unserer Lourdes-Grotte. Auch in der Bibel wird immer wieder von verschiedenen Steinen berichtet oder Personen werden mit Steinen verglichen. Eine Bibelstelle haben wir für heute ausgesucht. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 13 bis 18. Dort vergleicht Jesus seinen Jünger Petrus mit einem Felsen. Es steht geschrieben, du bist Christus, du bist Petrus. Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie antworteten, einige halten dich für den Täufer Johannes, andere für Elia. Und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den Propheten. Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Da sagt Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes. Denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Kein Feind wird sie vernichten können, nicht einmal der Tod. Wenn du gerade die Möglichkeit hast, nimm einmal einen Stein in deine Hand. Fühle mit deinen Fingern den Stein. Nimm dir einen Moment Zeit und schließe vielleicht deine Augen. Konzentriere dich auf das, was du wahrnehmen kannst. Wie fühlt sich der Stein an? Fühlt er sich kalt an oder ist er warm? Ist er schwer oder leicht? Wie groß ist der Stein in deiner Hand? Kannst du ihn in deiner Hand verstecken? Wie fühlt sich die Oberfläche an? Ist er rau oder glatt? Drehe den Stein in deiner Hand. Fühlt er sich überall gleich an? Gibt es ein paar Ecken, die herausstechen? Ist der Stein an manchen Stellen spitz oder kantig? Könnte der Stein dir wehtun? Jesus sagt zu Petrus, du bist der Fels. Dabei kennt Jesus Petrus genau. Er weiß, dass er nicht nur die guten Eigenschaften eines starken und beständigen Felsens hat, sondern oftmals eher wie ein kleiner kantiger Stein ist. So wie vielleicht der Stein in deinem Hand. Petrus hat auch Ecken und Kanten und kann ganz schön wehtun mit seiner Art. Er macht nicht immer alles richtig. Viele Eigenschaften an Petrus sind nicht gut. Er hat oft Angst und zweifelt an sich und an seinem Glauben. Vielleicht erinnerst du dich an die Bibelgeschichte mit dem Hahnenkrähen am Morgen. Er ist ziemlich aufbrausend und trotzig. Petrus will manchmal zu schnell zu viel haben. Auch du bist wie ein Stein. Du siehst ganz anders aus als all die anderen Steine um dich herum. Hast du vielleicht eine besondere Farbe? Bist du groß und schwer oder eher ein kleiner Stein? Wie fühlt sich deine Oberfläche an? Hast du auch ein paar Ecken, die hervorstechen? Wofür stehen deine Ecken? Hast du auch Eigenschaften wie Petrus, die nicht immer gut sind? Was fällt dir schwer? Verletzt du andere durch deine Kanten? Jeder Stein ist unterschiedlich, aber alle Steine haben eines gemeinsam. Sie sind sehr stark. Sie sind fest und lassen sich nicht so leicht zerbrechen. Drücke den Stein in deiner Hand fest und fühle, wie stark und kraftvoll er ist. Petrus ist wie der Stein in deiner Hand. Trotz seiner Ecken und Kanten ist er stark und fest. Er glaubt an Jesus Christus. Er ist stark für ihn. Auf ihn kann Jesus bauen. Auch du bist so stark wie ein Stein. Was kannst du richtig gut? Worin bist du stark? Was mögen andere Menschen an dir? Du weißt, Jesus mag dich auch, so wie du bist. Er mag deine starken und deine kantigen Seiten. Er schaut aber besonders auf das Gute in dir. Jesus hat viel vor mit dir. Weißt du, was das sein kann? Führe noch einmal den Stein in deiner Hand. Hat sich etwas verändert? Blicke noch einmal auf deinen Stein und lege ihn, wenn du magst, hier an das Kreuz. Nimm die Kraft, die dir Jesus schenkt, mit in deinen Alltag.